Leute, was war da los? Ach, krass. Wir gewinnen mit 30, 29 zu Hause gegen HC Erlangen. Jogi Bitter hält in der allerletzten Sekunde, letzter 7 Meter des Spiels, den Ball. Ja, also wenn einer, dann Jogi, oder? Wenn das einer macht, dann ist es Jogi. Boah, das war krass. Lass mal wieder runterkommen. Ich spreche darüber mit Manuel Späth, der kommt jetzt hier gleich dazu. Und wenn ihr Fragen an Omel habt, wie immer, ne, dann schreibt die hier rein und dann quatschen wir mit ihm kurz drüber. Wenn das denn hinbekommt, hier reinzukommen, ich glaube schon, guck mal, da ist er doch schon. Moin. 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 Grüß dich. Wo finde ich dich hier gerade? Wo steckst du? Ich bin hier gerade im Kabinengang. Und wie man hören kann, vielleicht die Musik im Hintergrund. Die Stimmung ist natürlich gut. Ja, zu Recht. Zu Recht. Ja, ich finde es schon gut, dass ich dich so schnell nach dem Spiel schon erwische. Das ist mir ein großes. Das zeigt, dass du das dem Ganzen hier viel Liebe schenkst. Das finde ich toll. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich habe es lieber schnell hinter mir, dass ich mit den Jungs Hey. weiterfeiern kann. Hey. ja, geil, ey. Beschreib mal kurz die letzten Sekunden für dich. Ich habe dich jetzt gerade schlecht verstanden, sag mal. Beschreib mal kurz die letzten Sekunden für dich. Ja, gut, nach der Zeitstrafe für Stimmelbauer, ja, sah es mir gar nicht so gut aus. Aber ja, dann haben die Jungs, die noch auf der Platte standen, alles in die Waagschale geworfen. Am Ende dann auch natürlich ein bisschen glücklich und mit einem überragenden Jogi, der uns dann den Sieg da rettet. Und ja, manchmal braucht man auch das Glück des Tüchtigen. In den letzten Wochen hatten wir nicht ganz so viel Glück. Heute war es mal bei uns auf der Seite und ja, letztlich sind wir einfach froh, dass wir die 2 Punkte hier behalten konnten. Man muss ja sagen, Jogi ganz am Anfang kein Faktor gewesen, dann rausgeflogen mit 2 Minuten. Jens Westen hat gesagt, er hat es mit Absicht gemacht, damit die Mannschaft einen kleinen Fondue kriegt. Was meinst du? Es ist nicht immer so wichtig, so viele Bälle zu halten, wenn es am Ende die entscheidenden sind. Und ja, Jogi war rechtzeitig noch da heute, hat da rechtzeitig die Kurve gekriegt, hat auch nicht so gut gespielt anfangs, aber ja, letztlich völlig egal. Er hat die entscheidenden Bälle gehalten und die uns dann ja zu den 2 wichtigen Punkten verholfen haben. Ja, was war dein erster Satz zu Yogi? Da bist du doch, habe ich glaube ich zu ihm gesagt. Da bist du doch. Ja. Ja, ich habe ja schon oft mit ihm zusammengespielt und ich weiß eigentlich genau, immer wenn es drauf ankommt, ist er da. Und ich habe auch schon vor dem Spiel zu ihm gesagt heute, dass er heute ein entscheidender Faktor wird, dass es jetzt wirklich mit dem allerletzten Ball so gekommen ist. Ja, umso geiler. Überragend. Beschreib aber ganz kurz das Spiel aus deiner Sicht gerne, aber für die, die es nicht gesehen haben. Ja, wir sind nicht ganz so gut ins Spiel gekommen, muss man sagen. Haben da am Anfang ein paar individuelle Fehler zu viel gemacht. Ja, haben da Erlangen unnötig ins Spiel kommen lassen, haben uns dann aber sehr gut herangekämpft, muss man auch sagen, trotz der vielen Verletzten. Ja, haben wir da alles gegeben, haben uns nie hängen lassen und dann irgendwann die Führung übernommen. Leider Anfang der zweiten Halbzeit nochmal so einen kleinen Durchhänger gehabt und dann in der zweiten Halbzeit, ja, da ging es hin und her und letztlich am Ende, wie schon gesagt, mit etwas Glück und ganz viel Willensstärke haben wir dann noch die 2 Punkte hier geholt. Auf jeden Fall. Ich fand heute auch live wieder extrem stark. 6 Tore, 6 Vorlagen. Ja, muss man ganz einfach sagen, wir waren natürlich im Rückraum sehr ausgedünnt aufgrund vieler Verletzten und da muss man ja einmal mehr ein Riesenkompliment machen an Live, der in seinem jungen Alter da ja wirklich das Heft in die Hand genommen hat, den Angriff geleitet hat und ja nicht nur die Nebenleute hervorragend eingesetzt hat, sondern vor allem auch selber einen richtig guten Zug zum Tor hatte und da den einen oder anderen von Erlangen ganz schön alt hat aussehen lassen. Ja. Auf jeden Fall. Erster Sieg jetzt in diesem Jahr. Was bedeutet das? Ja, es war natürlich ein schwieriger Start für uns ins Jahr, zumal wir ja so mit den Ausfällen von den Spielen, wir kamen nicht richtig in den Rhythmus. Dann hatten wir jetzt eine unglückliche Anreise da in Melsungen. Also es war noch nicht unser Jahr. Wobei natürlich auch alle Spiele gegen sehr gute Teams war. Also es war jetzt nicht zwingend Pflicht für uns, da Punkte zu holen. Aber natürlich mit jeder weiteren Niederlage ja, hadert man dann auch ein bisschen mit sich selbst.
umso wichtiger war es jetzt, dass wir auch wieder vor einer zweiwöchigen Pause dieses positive Erlebnis haben und ja, jetzt ein paar freie Tage genießen können, wieder Kräfte sammeln können und dann hoffentlich auch mit dem ganzen Kader dann beim nächsten Spiel wieder angreifen können. Auf jeden Fall, genau, mit so 2 Punkten geht es ein bisschen entspannter in die Länderspielpause, oder? Ja, definitiv. Gerade vor so einer Pause ist es umso wichtiger, weil da nimmt man das Spiel natürlich mit. Und ja, jetzt wie gesagt ein paar Tage frei und dann auch im Training ist natürlich immer eine ganz andere Stimmung, wenn man das letzte Spiel gewonnen hat. Und dementsprechend tat der Sieg heute allen verdammt gut. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich gucke hier einmal kurz in die Kommentare. Alter Jung, das ist so ein Krimi. Live Kasper und Yogi einfach nur fantastisch. Wohl Rummel. Warum nicht Rummel? Mega Glückwunsch, Männer. Was ein Herzschlagfinale. Servus, Rummel. Wieso riskiert Späti so viele Zeitstrafen? Ist die Frage. Ja, was heißt riskiert? Es Mit kommt halt Absicht, ne? vor, wenn man im Abwehrzentrum deckt, dass man hin und wieder mal eine Zeitstrafe kriegt. Ich glaube, in der Statistik der HBL bin ich jetzt nicht ganz so weit vorne. Deswegen alles gut. Da gab es schon schlimmere Jahre, wo ich da weiter vorne anzufinden war. Und dementsprechend, ja, alles gut. Also, das gehört dazu zum Handball, Zeitstrafen, das ist jetzt nicht so dramatisch. Und ab und zu braucht man in dem Alter halt auch mal eine Pause. Ja. Hey. Deswegen ist Yogi auch rausgegangen wahrscheinlich, ne? Mit 2 Minuten. Genau. Ja. Simon fragt hier noch, oder herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Yogi, bitte hält den Sieg fest. Was hat euch Toto mitgegeben für das Spiel heute? Die Aussicht auf freie Tage, wenn wir gewinnen. Nee, wir wussten ja alle, dass jetzt nach dem Spiel kann man natürlich leicht reden, aber wir wussten alle, dass schon ein wichtiges Spiel ist jetzt, um da nach den paar Niederlagen in Folge das Ruder wieder umzureißen und uns da auch nochmal ein bisschen Platz nach hinten zu verschaffen, punktemäßig. Und deswegen wussten wir auch, ja, trotz der vielen Verletzten, dass wir heute echt eine gute Chance haben, wenn wir alle zusammenhalten und 60 Minuten dann auch an den Sieg glauben. Und ich denke, das haben wir auch wirklich gemacht. Auch als wir mal ein paar Tore hinten waren, haben wir uns nicht hängen lassen. Und das hat man dann gesehen und wurden dann am Ende belohnt. Perfekt. Dann genieß jetzt dein Siegerbierchen. Vielen, vielen Dank, dass du hier kurz dabei warst und habt einen schönen Abend. Ja, vielen Dank. Das werden wir machen. Bis bald. Mach's Viele gut, Grüße ciao. alle. So, einmal kurz durchgeatmet, einmal kurz mit Manu gesprochen. Aber das war doch einfach schön, so kann es weitergehen. So geht's jetzt in die Länderspielpause. Eine Woche Pause und dann geht's weiter. Vielen Dank, dass ihr hier wieder dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hey, wie war das Spiel? Macht's gut und habt noch einen schönen Abend und dann ein schönes Wochenende. Tschüss!